Willkommen von uns zu unserem Vortrag zu Action-Based Learning Methodologien und eben den Toolboxes, die wir entwickelt haben, um aktivierende Hochschullehre zu entwickeln und zu unterstützen. Inhaltlich kurz für Sie. Ich werde zunächst das Projekt noch mal kurz umreißen, Hintergrund, Ziele, Zielgruppe benennen. Und dann wird es auch schon inhaltlicher, indem wir kurz den Action-Based Learning-Ansatz, den wir im Projekt verfolgt haben, vorstellen und dann direkt auch schon übergehen zu den vier Methodologien und den dafür entwickelten Toolboxes. Wir möchten Ihnen natürlich auch das Herzstück des Projektes vorstellen, das ein KI-Tool ist mit dem Namen Superfast Learning Machine. Da möchten wir Sie kurz mitnehmen und Ihnen das Tool zeigen und kommen dann auch schon zum Abschluss. Genau, selbstverständlich auch Literatur und nochmal der Link zur Website. Gut, das Projekt. Es handelt sich bei dem eSTEM-Projekt um ein Erasmus-Plus gefördertes Projekt, also von der Europäischen Kommission finanziert, mit der Projektlaufzeit von April 2021 bis, Sie sehen, quasi jetzt. Also wir sind jetzt mit dem Projekt durch, haben das durch die Covid-19-Pandemie mit einem internationalen Projektteam durchgeführt und hatten zum Thema das Hochschulsystem für die Online- und Distanzlehre zu rüsten. Das heißt konkret Lehrende an Hochschulen bei der Entwicklung von bei der eigenständigen Entwicklung aktivierender Lehr-Lernangebote zu unterstützen. Und genau das ganze Projekt war quasi nochmal ein spezieller Aufruf oder entspringt dem speziellen Aufruf als Reaktion auf die Corona-Pandemie und der Unterstützung von Partnerschaften zur Bereitschaft zur digitalen Hochschulbildung, wo das Ziel ist, das System der Hochschule für die Herausforderung zu rüsten, die sich aus der Verlagerung von der Online- und Distanzlehre ergeben haben. Unser Projektteam bestand aus den Universitäten Pisa, Bordeaux, Saragossa und Kosalin und natürlich uns, Universität Bremen, und dem externen Dienstleister, auch angesiedelt in Italien, Eric Quadro, die diese Superfast Learning Machine technisch umgesetzt haben und uns da eine große Unterstützung waren. Genau, ich habe ja schon angedeutet zum Hintergrund, dass es notwendig ist und durch die Corona-Pandemie sich nochmal besonders gezeigt hat, dass digitale Hochschullehre gesellschaftlichen Wandlungen und Ansprüchen entsprechen muss. In der Pandemie haben wir gesehen, dass es nicht gut funktioniert hat oder für viele nicht gut funktioniert hat, ihre herkömmlichen Lehr-Lernkonzepte einfach so ad hoc in ein digitales Format umzusetzen. Und daraus hat sich kristallisiert, dass es eben notwendig ist, für qualitative, hochwertige, digitale Hochschullehre pädagogische Kenntnisse zur Entwicklung solcher Konzepte zu haben. Sie sehen hier das Digital in Klammern. Ursprünglich war das ein zentrales Anliegen. Im Verlauf des Projekts hat sich jedoch herausgestellt, dass die Methodologien sich auch unterschiedlich gut eignen für digitale Konzepte. Deswegen legen wir jetzt den Fokus auch eher wirklich auf die Methodologien an sich und weniger auf die digitale Lehre. Das digitale Element mit der KI ist natürlich trotzdem dabei. Wie schon angesprochen, die Schwierigkeit, Lehr-Lern-Konzepte wie zum Beispiel Vorlesungen einfach mal so digital umzusetzen, ist schwierig. Aus der Lehr-Lern-Psychologie wissen wir, dass Motivation eine der wichtigsten Grundlagen für effektives Lernen ist. Und zwar können wir da in einem relativ simplen Schema darstellen, dass Methoden, die aktivieren, es vermögen, das Interesse zu wecken und die Motivation von Lernenden zu wecken, da sie sich eben, wenn sie motiviert und interessiert sind,
besser mit dem Lernziel auch identifizieren können, was dann wiederum zu einem effektiveren, profunderen Lernen führt. Aber vielleicht ist das auch Ihre Erfahrung, meine ist das auf jeden Fall, aktivierende Hochschullehrer anzubieten, bedeutet auch einen großen Aufwand in der Vorbereitung, in der Durchführung und auch in der Nachbereitung von dieser Lehre. Und genau aus diesem hohen Aufwand lassen sich auch die Projektziele mit ableiten. Und zwar hat das ISTEM-Projekt sich zum Ziel gesetzt, Lehrende dabei zu unterstützen, digitale pädagogische Fähigkeiten zu verbessern, mit dem Fokus auf die MINT-Fächer. Das soll passieren, indem wir im Projekt ganzheitliche Toolboxes für aktivierende Lernszenarien entwickelt haben, an denen sich dozierende Hochschullehrende bedienen können, sodass Methoden des aktiven Lernens einfach in die Praxis umzusetzen sind. Zudem haben wir eben diese Super Fast Learning Maschinen entwickelt, also ein innovatives Online-Tool, das durch Data Mining relevante Informationen aus digitalen Inhalten extrahieren kann und auch daraus neue Inhalte entwickeln kann. Das zeigen wir Ihnen später noch. Und damit insgesamt quasi durch diese Unterstützung der KI und durch die vorbereiteten Toolboxes findet insgesamt eine Verkürzung der Time-to-Market statt, heißt der Zeit von der Theorie zur Praxis. Also es geht um die schnelle Unterstützung von Dozierenden in ihrer Lehre. Ja, und genannt habe ich es schon mehrmals, aber der Vollständigkeit halber, das Projekt richtet sich also an Lehrende mit unterschiedlichen Erfahrungsspannen, also ProfessorInnen, Dozierende, Forschende. Und genau, im Projekt lag der Fokus auf dem MINT-Bereich. So, dann übergebe ich direkt mal schon an meinen Kollegen Till Rümenab, der uns kurz ja, in den zweiten Teil hier einführt. So, ich hoffe, ich kann schon mal gehört werden. Ja. Ein Feedback, das ist super. Vielen Dank. Ich werde ganz kurz, weil die Zeit auch relativ schnell dahin huscht, zu den theoretischen Hintergründen des Projektes etwas sagen, um dann wiederum zu übergeben, sodass wir ein bisschen die Outputs des Projektes, die ja dann doch auch sehr spannend sein können und im Zweifel auch spannender sind als der theoretische Hintergrund, präsentieren können. Ja, Basis der Idee von Action-Based Learning, der Theorie zu Action-Based Learning, die ist nicht ganz trennscharf zu Active Learning. Dahinter steckt aber auf jeden Fall auch das Constructive Alignment, was sicherlich, ich hoffe, Sie sehen auch die Präsentation, ich überprüfe das nochmal, ja, sollte eigentlich zu sehen sein. Das Prinzip ist wahrscheinlich den meisten bekannt, die anwesend sind, deswegen gehe ich da auch nicht so sehr rein. Wichtig für uns war, dass wir vor allem die Learning Activities betrachtet haben und uns vor allem darauf gestürzt haben in dem Projekt, dass wir die einfach supporten und Unterstützungsmaterial anbieten, Unterstützungstoolboxen anbieten, damit da sozusagen angegangen werden kann, weil Intended Learning Outcomes, Assessment, Feedback ist etwas, was im Zweifel doch leichter fällt, auch wenn da die Qualitätsfrage sicherlich genauso relevant ist. Also wie gesagt, das Projekt fokussierte sich auf die Aktivierung. Die vier Methodologien, die wir weiterhin skizzieren werden im Verlauf der Präsentation, beinhalten aber auch bestimmte Logiken, Eigenlogiken in Bezug auf Assessment. Wenn wir an Problem-Based Learning denken, da gibt es bestimmte Verfahren bzw. Schritte, die dadurch laufen werden. Und damit ergibt sich im Grunde eine Logik, zumindest im Bereich des formativen Assessments. Dazu später dann nochmal mehr. Ja, die Prinzipien des Action-Based Learnings oder auch des Active Learnings sind überhaupt erstmal die Klassifizierung von Aktivitäten der Lernenden. Dabei geht es tatsächlich um motorische, psychomotorische, kognitive Aktionen, Interaktionen mit Material und anderen Personen, aber auch vor allem die metakognitiven
Fähigkeiten bzw. Reflexionen über das Lernen selbst. Also die Methodologien bieten, sollen auch immer die Chance bieten, dass Lernende sich mit dem eigenen Lernen auseinandersetzen und dadurch im besten Fall bessere Lernstrategien entwickeln oder überhaupt Lernstrategien entwickeln. Dann ist es ganz stark auch auf das situierte Lernen fokussiert. Beispielsweise Scenario-Based Learning braucht eben reale Szenarien, mit denen dann gearbeitet wird. Dadurch wird einfach ein Lernkontext geschaffen, der bedeutsam ist und ja, Motivation steigert. Zusätzlich bieten die vier Methodologien, die wir ausgearbeitet haben im Projekt, verschiedene Formen des Lernens an. So haben wir im Grunde individualisierte, selbstgesteuerte Lernphasen, aber auch kooperative, kollaborative Gruppen- und Einzelarbeitsphasen, so dass daraus im besten Fall ein Spannungsfeld auch entstehen kann für die Lernenden, so dass nicht immer im gleichen Modus gearbeitet wird, und da einfach auch eine Attraktivität des Lernens und der sozialen Interaktion ermöglicht wird. Das Instructional Scaffolding, noch eine andere Theorie, die dem Ganzen zugrunde lag, ist sicherlich auch bekannt. Letztendlich ist bei diesen vier Methodologien auch immer die Frage, wie möchten sich die Lehrenden, die die Lehre letztendlich anbieten und strukturieren, Konzeptionen entwickeln, welche Rolle möchten die einnehmen, und da helfen im Grunde auch später, wir haben noch ein Decision Support Tool für Lehrende, da helfen wir mit genau diesen Fragen, wie möchte man sich da eigentlich verorten, und welche Rolle nehmen auch die Studierenden ein, also die Frage, inwiefern der Teacher, die Lehrenden aus dem Geschehen des Lernens dann auch verschwinden, das natürlich weiterhin begleiten, aber eben das Scaffold, der Rahmen bzw. das Gerüst immer kleiner wird und die Lernenden sich mit den Themen sozusagen stärker auseinandersetzen, eigenständig auseinandersetzen. Gutes Beispiel ist hier das Apprenticeship-Modell, wo man im Grunde verschiedene Phasen von einem sehr starken Gerüst bis hin zu einem kompletten Fading beobachten kann, sodass die Auszubildenden in dem Fall ganz stark an die Hand genommen werden in den ersten Phasen der Ausbildung und dann irgendwann ganz eigenständig die Sachen bearbeiten. Ich glaube, es ist Zeit, wieder zu übergeben. Der Wechsel hat eben ganz gut geklappt, glaube ich. Schauen wir mal, ob das wieder funktioniert. Ja, ich sehe jetzt, ja, das wird schon. So, Wechsel sind auch echt immer schöne neuralgische Punkte. Ich bin der Meinung, Sie müssten meinen Bildschirm jetzt wieder sehen, vielleicht wieder mit kurzem Delay. Genau, ich gehe jetzt über zu unserem dritten Kapitel, den, jetzt ist mal hier alles verschwunden bei mir. Okay, hier scheint, doch, geht. Super, genau. Weiter geht's mit den Methodologien und den Toolboxes. Das schien ja jetzt schon mal ein bisschen durch, aber um es nochmal auch wirklich zu benennen, das sind unsere vier Methodologien, die wir bearbeitet haben. Da haben wir zum einen das Inquiry-Based Learning, also zu Deutsch forschendes Lernen, Scenario-Based Learning, Szenario-basiertes Lernen, Problem-Based Learning, Problembasiertes Lernen und Dataset-Based Learning, Datenset-basiertes Lernen. Sie sehen hier ganz lustige Symbole, vielleicht ist Ihnen unten der Papagei schon aufgefallen. Wenn man die zusammen puzzelt, dann kann man es schaffen, den Papagei zu puzzeln. Und vielleicht sagen Ihnen diese Methodologien schon was, vielleicht auch nicht, für den Fall, dass es nicht so ist und Sie sich total überwältigt fühlen von dieser theoretischen Hintergrund, der mit vier ganzen Methodologien einhergeht, hat Till ja auch schon unser Entscheidungshilfetool angesprochen, was mit fünf kurzen Fragen Ihnen eine Möglichkeit bietet, quasi einen Selbsttest zu machen, sich eine Lehrveranstaltung oder eine Einzelsitzung in der Veranstaltung
zu überlegen, was zum Beispiel da ihre Rolle sein soll, was sie von den Studierenden erwarten und so weiter, dann können sie diesen Selbsttest machen und werden eine der vier beziehungsweise eine der ersten drei Methodologien vorgeschlagen bekommen. Je nachdem, ob sie mit Datensets arbeiten, ist Dataset-Based Learning immer eine Option. Und für einen ersten Überblick nehme ich Sie mit in das Internet auf unsere Website, die Sie jetzt hoffentlich auch sehen können. Das ist jetzt natürlich tricky hier. Ich sehe Sie. Okay, perfekt. Danke für das Feedback. Wir sind auf unserer Projektwebsite gelandet und zwar auf dem Reiter der Toolboxes, die ja das eines der zentralen Ergebnisse sind. Verraten haben wir für jede der Methodologien, also für alle vier jeweils eine eigene Toolbox entwickelt, die insgesamt auch von ihrem Aufbau baugleich sind. Und zwar beinhaltet jede dieser Toolboxes eine Super Fast Learning Machine. Ich klicke einfach mal hier auf das Inquiry-Based Learning und zeige es Ihnen da. Da fängt es nämlich mit dem E-Learning-Kurs an, der sicher eine sehr gute Möglichkeit ist für einen ersten Kontakt auch mit der Methodologie. Das ist ein interaktiver Kurs, den man durcharbeiten kann, der in die Methodologie einführt. Ein Stück weiter nach unten gescrollt finden Sie die Super Fast Learning Machine zunächst erklärt in einem Guide, auf den wir gleich auch nochmal eingehen, oder auch erklärt mit einem Video. Wenn Sie sich da sicher fühlen im Umgang, können Sie dann auch schon die Maschine starten und ausprobieren, nutzen. Zu jeder Methodologie gibt es natürlich auch noch einen theoretischen Hintergrund als elaborierte Langversion, aber auch Spotlight-mäßig als kurze Version. Auch die zeigen wir gleich nochmal. Ebenfalls Bestandteil aller Toolboxes ist ein Dokument zu den pädagogischen Leitlinien, Grundideen, was quasi eine Anleitung ist, an der man sich abarbeiten kann, um so ein Lehr-Lern-Szenario mit der jeweiligen Methodologie zu entwickeln. Also da können Sie dann Schritt für Schritt durchgehen und da in der Konzeption an die Hand genommen werden. Um zu sehen, das ist ja auch immer sehr interessant, wie andere ihre Lehre umsetzen und auch ganz konkret methodisch arbeiten, gibt es auch von den Partnern und uns entwickelte Beispielpräsentationen für Lehre mit diesen Methodologien. Sie sehen, da gibt es eine breite Vielfalt an Themen, an Fächern, Fachrichtungen. Da ist vielleicht auch für die eine oder andere Person was Interessantes dabei. Und als Output haben wir auch im Rahmen des Projektes Webinare zu den Methodologien angeboten. Da haben Sie hier das Privileg, dass Sie auch da nochmal darauf zugreifen können und sich so ein Webinar zu der jeweiligen Methodologie anschauen können. Damit ist der erste Überblick geschafft und Till wird Sie nochmal jetzt ein bisschen tiefer in die Methodologien einführen. So, ich sehe schon, es funktioniert scheinbar. Ich werde ein bisschen mich sputen müssen, weil wir relativ knapp in der Zeit sind. Deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich nicht
zu sehr ins Detail gehe. Die Kurzversion der Theoretical Backgrounds sollen im Grunde dazu dienen, dass man schnell eine Übersicht bekommt, welche Vor- und Nachteile es gibt, eine kurze Beschreibung der Methodologien bieten und auch welche Herausforderungen damit einhergehen können. Beim Inquiry-Based Learning, Forschenden studieren, Forschenden lernen, gibt es im Grunde Abläufe, die dem Forschen nachempfunden sind, einem Forschungsprozess nachempfunden sind. Da kann es natürlich auch nochmal andere Aufstellungen geben. Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass auch nicht der komplette Forschungsprozess in der Lehre durchgearbeitet werden müsste, sondern auch bestimmte Aspekte wie zum Beispiel die Konzeptionsphase oder die Investigationsphase stattfinden können und andere Bereiche dann vorgegeben werden. Wenn wir wieder an Scaffolding denken, dann haben wir da genau diese Möglichkeiten, Gerüst aufzubauen und in bestimmten Bereichen dann eben zu faden und zu sagen, na gut, das ist jetzt genau die Aufgabe, wo die Studierenden aktiv werden können. Ich springe mal weiter. Wir haben nur noch 2 Minuten, deswegen, wir wollen ja auch noch die Superfast Learning Machine sehen. Deswegen gehe ich schnell zum Problem-Based Learning. Vielen wahrscheinlich auch ein Begriff. Ich kann nur dazu ermutigen, auch dann die längere Version des Theoretical Backgrounds und die Pedagogical Guidelines sich anzugucken. Dort gibt es dann tatsächlich auch Art Checklisten, mit denen man dann Schritt für Schritt die verschiedenen Methodologien in die Lernszenarien einbauen kann. Das meint nicht immer nur ein ganzes Seminar, sondern auch einzelne Sitzungen, Teile von Sitzungen. Beim Problem-Based Learning sind es wahrscheinlich mehrere Sitzungen. Denn wir haben hier verschiedene Schritte, mindestens 3 Schritte. Da gibt es auch verschiedene Phasen, die benannt werden können. Dass zunächst Studierende in Gruppen zusammenkommen, einen Action-Plan ausarbeiten, den sie dann in Einzelarbeit, meist in Heimarbeit, muss aber auch nicht in Heimarbeit sein, durchführen, um später dann in der Gruppe wieder zusammenzukommen und ihre Ergebnisse validieren, im Zweifel auch präsentieren. Da hätte man beispielsweise gerade schon über dieses Assessment auch Peer Reviews bzw. Peer Feedback, was man anbahnen könnte und so eine Form des Assessments, die im Grunde das Szenario bzw. die Methodologie schon nahelegt. Dann kommen wir zum Scenario-Based Learning. Hier sieht man schon, es gibt relativ klare Abläufe, die skizziert werden können. Hier am Beispiel vom Kaffee. Wie kommt man eigentlich zu seinem täglichen Kaffee? Man kann in den Laden gehen und einen Kaffee kaufen oder man macht sich den Kaffee selbst, je nachdem, welchen Anspruch man auch an den Kaffee hat und wie gut die Cafés in der Nähe sind. Die Idee dahinter ist wesentlich kognitivistisch motiviert im Vergleich zu den anderen Methodologien, dass es im Grunde Lernpfade gibt. Bietet sich vor allem dann an, wenn bestimmte Inhalte einer klaren Richtung, einer klaren Idee folgen, die im Grunde durchgearbeitet werden können. Beispiele sind dann sowas wie Systeme, die man verstehen soll als lernende Person oder auch Prozesse, die einer bestimmten Struktur folgen. Genau, das ist die Idee vom Scenario-Based Learning, wo verschiedene Szenarien aufgebaut werden. Es darf auch Irrwege geben, die dann im besten Fall mit einem Korrektiv zum richtigen Ziel führen. Wichtig hierbei zu erwähnen wäre auch, dass das dann natürlich sehr, sehr gut online umgesetzt werden kann. Klassische MOOCs sind ähnlich aufgebaut. Dataset-Based Learning, nur ganz kurz, bietet vor allem und da die Werbung für diese Methodologie, was vielmehr ein Fokus ist. Da kann sich drüber gestritten werden, ob es wirklich eine Methodologie ist. Ich würde behaupten, es ist eher ein Fokus auf Datensets in der Lehre. Wenn die denn in der Lehre stattfinden, dann bietet die Toolbox auf jeden Fall eine Orientierung, wie diese Datensets auch aufbereitet werden können für die Lehre und den Studierenden im Grunde damit verfügbar gemacht werden. Das sollte immer in Kombination mit einer der 3 anderen Methodologien verwendet werden, damit sozusagen effektiv auch Datensets und aktivierend Datensets in der Lehre eingesetzt werden können. Okay, das war sehr schnell durchgehuscht. Damit wir aber auch zum Tool noch kommen, würde ich jetzt tatsächlich gar nicht wieder in die Präsentation springen, sondern ich habe da mal was vorbereitet. Gehe direkt in den Technical Guide, der im Grunde dabei hilft, die Superfast Learning Machine einmal zu bedienen. Den gibt es auch verlinkt in jeder Toolbox, jeder Methodologie. Und hier finden sich dann eben auch bestimmte Kapitel zu den jeweiligen Superfast Learning Machines, müsste man eigentlich sagen, denn wir haben 4 Machines, die teilweise unterschiedlich aufgebaut sind. Die Funktionsweise ist gleich, aber es gibt verschiedene Funktionen und vor allem verschiedene Extraktionen der Ergebnisse. Also es wird ein Dokument hochgeladen,
Es muss auf Englisch sein, es kann ein Foliensatz sein, es kann ein Buch sein, es kann ein Paper sein, das kann völlig unterschiedliche Dokumententypen sein. Und je nach Methodologie werden verschiedene Daten extrahiert. Das ist ein Text-Mining-Tool, was relativ gezielt auf das, was eben als Input geboten wird, reagiert. Sprich, am Beispiel von Inquiry-Based Learning werden Fragen extrahiert aus dem Material und Aussagen, die sich so, und die Aussagen sind eben das, was im Material gefunden werden kann, und das System versucht dann Fragen aus den Material hervorzubringen. Da gibt es einen Relevance Score in Bezug auf ein Topic, was man selbst angeboten hat, und das Ganze ist dann auch noch orientiert an der Bloom's Taxonomy. So, wir sind wirklich knapp in der Zeit, deswegen springe ich jetzt nochmal schnell in so ein Tool. Inquiry-Based Approach, hier hat man die Maschine, das ist im Grunde auch online verfügbar. Ich muss jetzt einmal schauen, ich schmeiße jetzt hier etwas rein. Das ist ein Chapter eines Buchs. Dies wurde jetzt gerade hochgeladen, man sieht immer, ob es arbeitet. Man kann den Dokumententyp ändern. Hier ist es zwar nur ein Kapitel, aber ich belasse es mal bei dem Buch. Man kann die Seitenzahl eingeben, nach der geguckt wird. Vielleicht als Anmerkung, damit das nicht verloren geht, ist es vor allem dafür gedacht, natürlich nicht die altbekannten Materialien zu scannen, sondern vor allem neue Materialien und vor allem für die Lehrenden, KollegInnen, die gerade neu in der Lehre sind, denen ein Tool zu geben, etwas passend für eine Methodologie zu nutzen und schnell durchzuscannen. Wenn man Material ja natürlich gut kennt, dann wird die Maschine im Zweifel enttäuschen. Wichtig ist, hier ein Topic einzugeben, in dem Fall natürlich auch wieder auf Englisch, mit Enter zu bestätigen, und dann kann man die Maschine extrahieren lassen. Je nachdem, wie groß das Dokument ist, braucht die Maschine natürlich mal länger, mal kürzer. Ich werde jetzt gleich gar nicht so sehr auf die Inhalte eingehen, denn wir haben noch eine ganze Minute. Wir würden doch gerne noch das Ganze sinnvoll schließen, aber es extrahiert. Ich will zumindest warten, bis das Ergebnis kommt. Sollte eigentlich nicht zu lange dauern. Genau, man sieht hier nochmal, woraus es extrahiert ist. Man kann auch mehrere Dateien hochladen. Man kann das Ganze als Datei sich runterladen, bekommt hier den Relevance Score, die Bloom's Taxonomy, also ein Vorschlag, in welcher Kategorie im Grunde die jeweiligen Aussagen, die jeweiligen Fragen, die generiert wurden, sind. Grammatisch sind die nicht unbedingt immer auf der Höhe. Man sieht aber auch hier, man bekommt direkt eine Quelle angegeben. Ein Vorteil gegenüber anderen KI-Tools in der heutigen Zeit, wenn man da nicht für bezahlt. In dem Fall ist es umsonst. Wir bieten das kostenlos an. Also man kann sich hier schon ganz gut orientieren. Der Relevance Score ist jetzt nicht besonders hoch. Wenn man da was Passenderes haben will, müsste man sozusagen noch stärker reingehen. Ich springe jetzt mal wieder raus in die Folien, beziehungsweise ich übergebe, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, ich übergebe nicht. Ich springe in die Folien einen Moment. Du übergibst ein letztes Mal. Ich übergebe an Therese. Okay. Genau. Und ich würde es mir jetzt auch sparen, da nochmal in die Präsentation zurückzugehen. Ich fasse einfach nur nochmal ganz kurz zusammen, was dieses Tool für Hochschullehrende, für aktivierende Hochschullehre bietet. Und zwar haben wir da für diejenigen, die sich entscheiden möchten oder noch auf der Suche sind, ein Entscheidungshilfetool, was auf Grundlage ihrer Antworten, ihrer Vorstellungen, die sie da eintragen, also mit per Klick und Antwortsystem, was ihnen da eine Methodologie ans Herz legt, die zu ihrem Antwortverhalten passen könnte. Zudem gibt es eben diese vier Toolboxes, die wir Ihnen kurz gezeigt haben, mit dem E-Learning-Kurs, dem theoretischen Hintergrund, der pädagogischen Handreichung und ausgearbeiteten Beispielen. Und zu guter Letzt natürlich auch noch die Super Fast Learning Machine, die wir jetzt wirklich hier im Schnelldurchlauf noch mit eingebracht haben. Und damit sind wir auch hier bei der letzten Folie Literatur. Ich habe Ihnen den Link auch auf die Home hier in den Chat nochmal gepackt. Einige von Ihnen haben es schon gesehen. Hier auch nochmal mit dem QR-Code
als Schnellverlinkung mit reingepackt. Und genau, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr großes Interesse. Wenn Sie Fragen haben, Sie sehen ja auch unsere Speaker-Profile, schreiben Sie uns gerne eine Mail. Uns tut es sehr leid, dass die Zeit so schnell gerannt ist. Und wir beantworten auch gerne noch per Mail Fragen. Damit vielen Dank und noch eine schöne, inspirierende Tagung von unserer Seite. Und ja, machen Sie es gut.